Hallo Konfuzeier, hier ist wieder eure Josie, wieder mit einem React für euch und das Ganze diesmal die Twitch Clips Germany Folge 166, die ganz aktuelle Version des Ganzen. Schauen wir uns an, was die Kollegen und Kolleginnen auf Twitch diese Woche so Lustiges gemacht haben und was es davon in die Clips geschafft hat. Ich wünsche euch viel Spaß, wie immer kriegt ihr meinen Senf dazu zu hören. Und los geht's. Das Einzige, was man bei diesem warmen Wetter noch machen kann, ist Twitch Clips Germany schauen. Viel Spaß dabei. Ja, das würde ich auch sagen. Das Wetter ist zwar mittlerweile hier ein bisschen kühler geworden, aber trotzdem, an anderen Stellen brutzelt man noch. Also schauen wir uns die Twitch Clips Germany an. Und das am Ende dann auch noch die Fall Guys zu sehen waren, das fand ich richtig toll. Schaut auch gerne bei React Clips Germany vorbei. Da gibt's Reacts von verschiedenen Streamern zu den Folgen. Link in der Beschreibung. Ja, seht ihr? Also wenn man da Reacts macht, gibt es dann auch einen Verweis auf der Seite zu dem entsprechenden Video des Machers. Also so arbeiten wir alle Hand in Hand. Frisch gebügelte Wäsche und kack euch dann in den Briefkasten. Bitte. Nice. Die Sache nur mit Razer ist, das Problem ist, er hat einen Stimmenverzerrer dazu benutzt. Wenn man möchte, dass jemand Twitch Clips Germany abonniert, dann muss man das mit der eigenen Stimme machen. Ja, wenn man das kann, dann ist das natürlich toll. Jetzt habe ich gerade hier einen richtig großen Ausschlag gehabt, aber ich glaube, mein Mikrofon filtert das raus. Aber wie gesagt, also es ist schon so, man sollte das mit der eigenen Stimme machen, klar, aber nicht jeder kann das. Also, ja, genau. Das ist richtig traurig. Ich kann oben drauf drücken. Kann immer noch, warte ich. Das hätte ich nicht machen sollen. Holy fuck. Oh nein, was hast du gemacht? Das war mit Sicherheit nicht gut für die Klamotten, für den Stuhl, für das Headset, eventuell auch noch für die Tastatur und die Maus. Ja, erst denken, dann machen. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, mir ist das auch schon passiert. Wisst ihr aber, was der Vorteil ist? Ich habe was zu trinken, da ist keine Kohlensäure drin. Das kann ich jederzeit schütteln, auf- und zumachen und kann auch was trinken dabei. Guck. Genau, so lebt es. Okay, geht's weiter. Jetzt bin ich raus. Ja. No, ist over? Ja, ne? Egal. Sind alle runtergefallen tatsächlich. Ja, aber. Geil. Ich bin wirklich beim ersten Hindernis einfach rausgefallen. Okay, wir gehen mal raus, oder? Wir sind noch drin. Nee, wir sind weiter. Wir sind Erster. Wir waren Erster. Ich hab verlassen gedrückt. Kann ich wieder rein? Ich hab gedacht, für mich war das. Was? Haha, erst lesen, dann warten, bis das, bis der Endbildschirm durch ist und dann eventuell auch verlassen gehen. So zumindest mache ich das, wenn ich bei anderen mitspiele. Ich warte darauf, dass, ob ich es vielleicht doch noch geschafft habe oder nicht. Im Übrigen, was ihr mir mal in die Kommentare schreiben könnt, ob ihr auch mal wollt, dass wir auf Twitch, da könnt ihr mir natürlich auch folgen, da ist das Ganze jetzt auch aufgenommen, mal eine Runde Fall Guys zusammenspielen wollen. Warm ist erst, wenn die Klobrille mit dir aufsteht. Ja, das. Also, wenn die Klobrille mit dir aufsteht, dann hast du irgendwo was falsch gemacht, weil dann ist die Klobrille nicht richtig an deiner Toilette angebracht. Das solltest du dann möglichst schnellstens nachholen. Ich krieg das nicht auf. Oh mein Gott. Das kenne ich. Man müht sich ab, wie blöde, die Flasche aufzukriegen. Dann kommt der Partner und sagt, gib mal her, klack, Flasche auf. Ja. Weil wie gesagt, da kommt...
Hier, lies mal, was auf ihrem Schlüsselanhänger steht. Immer diese Perversitäten hier. Also wirklich. Obwohl, auf dem Motorrad sitzen? Ja, doch, das hat was. Und die vielen Befangenen. Der Kanal heißt nicht so wirklich Juan the Fucker Straight. Manche Namen für bestimmte Teile unserer Erde sind falsch gewählt. Lustig dabei finde ich, dass viel solche Dinge auch immer wieder bei den drei von Dr. Freud, also von den Flip Floyds, gefunden werden. Und ich muss dazu sagen, bei dem Stream war ich dabei und habe mitgeguckt. Ich fand es auch lustig. Bück dich, empfehle ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich noch einmal. Ja, der Text hat was, aber ja, nicht ganz jugendfrei, wenn man so um die Ecke denkt zumindest. Aber wie das schöne Sprichwort so sagt, jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein. Das ist mir ganz schön. Gleich fällt es mir wieder ein. Ja. Aber wenn man einmal zappt, dann zappt man ja nur einmal. Das ist eine sehr interessante Aussage. Wenn man einmal suppt, dann suppt man nur einmal. Ja, das ist doch klar. Twitch Clips Germany. Ich guck das ja nie. Ich sag das nur, weil es sich gerade reimt. Sie ja, sind ja, ja, das toll, will ich jetzt auch sagen. Ist das eigentlich nur einer? Ich glaub schon. Twitch Clips Germany. Ich wage es nie, eine Folge zu verpassen. Wann würde ich das machen? Nie. Twitch Clips Germany. Ja, also das mit dem Reimen, da kann ich nachvollziehen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Zum Leidwesen meines Mannes mache ich das nämlich sehr gerne. Und meine Reime sind manchmal gar nicht so schön. Also, er sagte mir, ich soll es lassen. Ich tue es aber nicht, weil irgendwie mache ich es so gerne. Weil Reimen ist gut, Reimen ist schön. Altes Koboldgesetz. Können die auch schwimmen? Wie sie alle absaufen. Das war jetzt aber nicht nett. Sowas macht man nicht. Man ersäuft nicht kleine Plastiksoldaten. Das ist wirklich nicht schön. Nicht nett. Schäm dich ab in die Ecke. Let be the words on the street that the fire in your heart is out. Hier kommt gerade im Stream eine Frage. Was meinst du? Meinst du gerade das Spiel? Weil ich habe das mal gesehen. Ich guck mal, dass ich rausfinde, was das ist, Kistenkarte, und dann kriegst du von mir die Antwort. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Also, eine geile Stimme hat sie und noch dazu eine richtig geile Katze. Ich weiß, dass jetzt viele Leute da sitzen und sagen, diese Sphinxkatzen, die sind so grottenhässlich. Ich weiß nicht. Ich finde, sie haben was. Sie sind auf ihre Art und Weise sehr majestätisch. Finde ich. Meine Meinung? Muss ja nicht jeder haben. Man wird... Hallo, Saus! Ah! Ja, ja,
Man sollte sich auf das konzentrieren, was man macht und nicht auf das, was man nicht macht. Genau. Nee, Leute, ich hoffe, es macht Spaß. Okay, das ist wieder mal ein typisches Horrorspiel. Man erwartet es nicht und schwupp kriegt man was vor die Nase gehalten. Und das ist, da erschreckt man sich nun mal. Also, ja, genau. Hast du nicht noch so ein Kabel? Ist ich da? Kaya! Dann ist die Kamera ausgefallen. Aber dann, ja, das wäre geil. Stell dir vor, ich schaff's, den Controller anzuschließen und dann steigt die Kamera aus. Und ich bin irgendwie 8-mal unter den Tisch gerobbt. Kaya, bitte, bitte tu mir den Gefallen. Geh einmal richtig unter den Tisch und räum dein Kabelwirrwarr auf. Das ist ja grausam. Da muss doch ein USB-C da sein, oder? Ich verbinde das Gute mit dem Nützlichen und besuche in der Woche meine Eltern in Deutschland. Das ist natürlich nice. Das ist richtig nice. Gleich so ein Wisch mit allen, sag mal, ein Abwasch mit, nee, ein Wisch mit einem Abwasch. Ein Abwasch mit einem Wisch? Sagt man das so? Irgendwas wischt man halt und dann hat man alles in einem. Wie heißt dieses Sprichwort? Ich wische und dann ist alles erledigt. Mit einem Wisch. So. Wisch. Fertig. In einem Abwasch. Ja, in einem Abwasch, Lost Kid. So heißt das. Genau. Ja. Ich mache das auch immer, wenn ich meine Eltern besuche. Dann mache ich das auch alles in einem Abwasch. Ja. Genau. Yeah! Ah, yeah! Hey! Cooler Dance! Ja, muss man sagen. Die Musik passt auch wunderbar dazu. Was kostet nochmal das 9-Euro-Ticket? Nein, das hat er jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Er hat jetzt nicht gefragt, was das 9-Euro-Ticket kostet. Typisch Milchbaum. Ganz typisch. Manchmal komm ich online und dann seid ihr auch da. Aber eigentlich mag ich euch nicht. Glaubt ihr mir doch auch meine Lügen, denn ihr seid in mich verliebt. Ja, jetzt ist die Frage, glaubten ihr ihre Follower das auch? Weil wenn sie das geglaubt haben, glaube ich, ist ihre Followerschaft ein klein bisschen gesunken. Aber ich denke mal, wir kennen alle Milchbaum gut genug, um zu wissen, dass sie das nicht ganz so ernst meinte. Was für ein wahnsinniger Mensch, der ein goldgerahmtes Porträt von sich selbst hinter sich hat. Was für eine arme, hinterhältige Sau. Was für ein armes, egomanes, narzisstisches Dreckschwein. Dem kann man nicht trauen. Du hast aber auch schon mal hinter dich geguckt, oder? Ich meine ja nur so als minimaler Hinweis. Ich weiß, das hast du mit Absicht gemacht, aber trotzdem. Dann denke ich so, oh, Aufmerksamkeit. Und als Katze denke ich so, Aufmerksamkeit, da muss ich den Fernseher nicht beißen. Hallo, feine Katze. Fühlst du dich jetzt angesprochen? Oder angeschaut? Ich hänge immer noch daran, dass seine Katze seinen Fernseher beißt. Davon hätte ich gerne mal ein Video. Ich könnte jetzt einfach auch noch eine TCG-Reaction machen.
kann ich entspannt ja, das noch angucken. Auch kein Problem. Und dann können wir schön ins Bett machen. Ins Bett machen. Ins Bett machen oder das Bett machen? Das ist jetzt die Frage. Also das Bett machen ist in Ordnung, aber ins Bett machen, ich glaube, dazu seid ihr zu alt. Munder Export für Schimpi noch kaltgestellt, denn man ist durstig, ob ihr ob ganz viel Liebe an Zimmer Marözi nur kleiner als drei 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 kleiner als vier. Kleiner als vier? Kann mir das jemand erklären? Ich hab's irgendwie nicht verstanden. Ich hab auch schon geguckt, ich stehe auch nicht auf der Leitung, also ich hab's nicht verstanden. Wieso ist denn Sonja noch da oben? Geh weg! Hinfort! Haha, Milchbaum weg. So. Herzlichsten Dank. Hallo. Das war jetzt wieder mal ein... Das war jetzt wieder mal ein typischer Glückstreffer. Jetzt wollte ich ein Glückstreffer sagen. Ein Glückstreffer. Genau. Oh! Da fehlt was. Da fehlt was. Der Kopf. Oder ist sie von hinten einfach unsichtbar? Also der Kopf, meine ich jetzt. Er festhielt. So kam es, dass er immer wieder die Maulutensilien seiner Frau... Malutensilien! Meine Güte! Siehst du, vorher gesagt und schon hast es hingekriegt. Es ist halt wie ein Kind, das einen Kopf durchs Geländer steckt oder so. Es ist einfach... Ich glaube, wir haben Charming einfach verloren. Es ist wirklich Katarzy. Also manche Spiele sehen interessant aus. Andere Spiele haben ein interessantes Konzept. Das gehört irgendwie weder zur einen noch zur anderen Kategorie. Die Mitch, sie... Das gibt's doch nicht. Das sieht irgendwie komisch aus. Was habt ihr denn gemacht? Wir probieren gerade sie zu retten. Yeah! Wow, sie haben es geschafft mit drei Leuten. Die ich jemals hatte. Mach die Dame auf dem Auto. Cooler Bug. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Sie hängt mit dem Kopf... im Dachfenster. Geht's dir gut? Was ist da denn passiert? Ja. Wie kann die denn hier sein und dort? Das geht doch gar nicht. Was? Du warst ein böses Mädchen. Also, da hab jetzt selbst ich mich erschreckt, obwohl ich geahnt habe, dass sowas passiert. Ja, natürlich. Ja, Baby, ramm mich. Oh Gott, das geht. Nein, oh Gott. Der heißt so, er heißt so. Und er hat mich. Also, er ist in mich reinge. Oh Gott. Jedes weitere Wort wäre ein weiteres Wort zu viel. Die Bilder haben wir schon im Kopf. Also, du musst sie nicht noch ausweiten und größer machen. Lass sie einfach, wie sie sind. I like. Das wird ja spannend. Jetzt ist es zu. Ja, toll. Ja, wer fällt drauf rein? Wer ist der einzige Idiot, der darauf reinfällt? Du! Wenn es vorher schon angezeigt wird, dann kannst du doch sicher sein, dass es irgendwann auch wieder aufgeht. Deswegen wird es ja gezeigt, damit man weiß, nicht drüber rollen. It's me. Hier, Freunde. Mein Mod ist im Besitz von Dirk Neuenfels Unterhose. Ist das nicht geil?
Also ich würde mich eher freuen, wenn mein Freund bzw. mein Mann im Besitz einer Unterhose von mir wäre, aber nicht von einem fremden Mann. Warten auf den Toaster. Komm. Ja, komm schon. Spring raus. Los jetzt. Das springt erst, wenn es weg ärgern, ist. Ne? Aber du, das ist völlig normal. Das ist. Spring doch jetzt raus. Toaster-Gesetz. Ich rede mit dem Toaster. Es fällt mir gerade selber auf. Ich bin on stream und rede mit einem Toaster. Es geht bergab mit mir. Einmal den Mund weit aufmachen. Oh. Müssen wir uns jetzt Gedanken machen? Und bevor die Frage kommt, nein, ich werde definitiv so ein Kostüm nicht vor dem Stream tragen und so etwas machen. Vergesst es, fragt gar nicht erst danach. Leute, ihr spielt Horrorgames. Dann wisst ihr doch, dass sowas passiert. Dann erschreckt euch doch nicht zu Tode, wenn es passiert. Ihr wisst es doch. Das ist unser Ende. Das ist unser aller Ende. Das ist der Report in 3, 2, 1. Das Spiel, was sich mir nicht erschließt. Können wir kurz Pipi-Pause machen? Ich muss super dringend pinkeln. Ich weiß, diese ganzen Pausen machen nicht fertig. Es tut mir leid, das läuft heute irgendwie ein bisschen komisch. Das wollten wir, glaube ich, jetzt nicht wissen. Hab dich lieb. Ich glaube, sie sitzt jetzt am Rechner und kugelt sich auf ihrem Stuhl über diese Aussage. Wen jetzt? Dich. Okay, jetzt würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen, wenn sie fragen muss, wen er gemeint hat. Ach so, danke. Au. Nein. Auf sowas sagt man doch nicht danke. Und dann hat man das Ziel erreicht, dann braucht man ein neues Ziel. Das ist ja aber auch das, was das Leben ausmacht. Man hat irgendwie nie ausgezielt. Wisst ihr, was ich meine? Ausgezielt? Man hat nie endgültig das Ziel erreicht. Man erreicht immer nur Etappenziele. Habe ich auch. Ich habe selbst hier auf Twitch schon so ein, zwei Etappenziele erreicht. Ja, genau. Bist du wirklich so hübsch? Weiß ich nicht. Was denkst du, bin ich hübsch? Also, für diejenigen, die diese Streaming-Möglichkeit nicht kennen, die Figur macht das, was der Streamer vor der Kamera macht. Das wird durch eine Software auf dieses Bild gelegt. Wenn ich jemanden sehen würde als Mensch, der solche Zuckungen hat, dann würde ich einen Arzt rufen. Ich bin gespannt. Hat was. Ein Silberrücken mit Schokoeis in einem rosa Kostüm. Hat was. Ey, Digga, das kannst du keinem erzählen. Digga, was ist das? Hallo, ich bin im Fernsehen. Ich grüße meine Mama, mein Papa und meine Eltern. Meine Mama, mein Papa und meine Eltern. Ist Mama und Papa nicht die Eltern? Oder habe ich das irgendwie falsch gelernt? Also bei mir sind meine Eltern meine Mama und meine Papa. Meine Mama und mein Papa sind meine Eltern. So rum, jetzt habe ich's. Aber ja, gut, lassen wir das. Bist du auch so nervös wie ich, wenn es kurz hakt? Wenn es kurz hakt? Oh, das ist normal.
Also ich habe auch immer so ein kurz Zucken, wenn bei mir irgendwo was hakt. Ja, das kenne ich. Ja, es ist ärgerlich einfach. Oh, damn. Das geht nicht gut. Habe ich es nicht gesagt. Jetzt ist der Großteil der Flasche nicht da, wo er hingehört, nämlich in ihm drinne, sondern auf ihm drauf. Ja. Ey, das ist ja ultra smart. Statt einfach ranzufahren, trage ich dieses Scheißding einfach hinter mich. Das ist ja ultra smart. Vom Umweltschonend, einfach spritsparen. Der Landwirtschaftssimulator, beziehungsweise ist der Farming-Simulator, das kommt aber im Endeffekt fast aufs selbe raus. Spiele, die voller Bugs sind. Ich habe nur einen wilden Finger. Ja. Wow, das habe ich ja schon lange nicht mehr in einem Stream gesehen. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist. Das ist Minecraft. Und Kistenkater, ich muss dich berichtigen, das stand oben sogar in der Ecke. Ja, einen wilden Finger. Den haben sonst eigentlich Männer, oder? Oh, Robby! Zieh dich hoch und dann an dem Haus. Das ist ein richtig fieses Spiel. Schreibt mal kurz in die Kommentare, schafft sie es, weiter hochzukommen oder stürzt sie ab? Ihr habt noch 3, 2, 1. Okay. Aus abschlagen, dann springst du wieder Auto. Ja, nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt dich fest da dran! Halt dich nicht hoch! Ja! Nein! Ja, sie ist weder abgestürzt noch weiter hochgekommen. Sie ist auf derselben Höhe ungefähr geblieben. So geht's auch, aber es ist selten. Alter, gibt's doch nicht. Na, siehst du doch. Geh ich gar nicht. Ja, so geht's. Jetzt musst du warten. Oder auch nicht. Was ist das für ein Spiel? Ah, Lost Ark. Ah, okay. Das finde ich der alte Sack von Twitch Clips Germany. Ja. Gut, da gibt es viele alte Säcke. Ich bin einer davon, ja. Das stimmt. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge älterer Herrschaften auf Twitch. Mein alter Verschweigeschorsch. Oh, was denn jetzt? Nee, ist gerade echt nicht gut. Ich habe auch jemanden in der Familie. Die Person hat das untrügliche Bewusstsein dafür, immer dann anzurufen, wenn es nicht passt. Ich bin dann aber immer so freundlich und mache es passend. Meistens ist es dann nicht ganz so gut, aber ich würde nie ein Gespräch annehmen und dann abwürgen, habe jetzt keine Zeit. Außer es ist wirklich, wirklich so. Also sonst gehe ich nicht ans Telefon, wenn ich keine Zeit habe. Brauchst du ein Medkit? Ist wichtig. Döner? Ja. Döner? Ja, tschö. Oh mein Gott, das war ja die wichtigste Frage meines Lebens. Danke, Frau. Also laut Twitch Clips Germany soll es funktionieren, dass du diesen Salatkopf auf den Tisch haust und dann soll der Sprung rausgehen. Ja, es soll funktionieren. Okay, warte. 3, 2, 1. Funktioniert irgendwie nicht. Das macht den Salat eher kaputt als den Sprung. Mädel, wie kannst du diesen Abendsalat nur so vergewaltigen? Das geht nicht. Das ist auch ein Lebewesen. Das ist gar nicht. Und bevor diese Aussagen kommen oder die Fragen oder die Kommentare unten. Ja, Salate sind Pflanzen und Pflanzen sind Lebens.
Mittel, nein, falsch. Lebewesen. Also ich weiß nicht. Lebensmittel natürlich auch. Safe call. Sobald sie das Exit-Gate öffnet, geht sie raus, statt mich zu holen. Was für eine Bitch! Oh mein Gott, wie kann man so eine... Das ist wirklich mies. Das ist wirklich mies, weil das ist ein Gruppenspiel. Da spielt eine Gruppe, spielt die Leute, die versuchen, aus diesem Albtraum herauszukommen. Die müssen zusammenarbeiten. Und die andere Gruppe jagt die und hängt die dann zum Beispiel an diese Haken und so weiter. Aber jemanden hängen zu lassen, obwohl man nur ein paar Meter davon entfernt steht, um aus dem Albtraum herauszukommen, das ist mies. Richtig mies. Mit so jemandem, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das Spiel maximal noch ein zweites Mal versuchen, um zu sagen, okay, vielleicht hat er es übersehen. Aber spätestens beim zweiten Mal in dieser Art wäre Feierabend. Bei der medizinischen Fußpflege, Tinker. Ja, Mascara benutzen ist manchmal nicht ganz einfach. So, da haben wir wieder unsere Evraldis. Dann glaube ich, passiert hier der erste Fehler. Hier sind schon die Brüste, der Rest ist alles gefotoshoppt. So, und dann sind das hier ihre Beine, weil hier ist nämlich noch ein Mensch. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie das funktioniert. Und der Mensch läuft nämlich so, da sind die Arme und das sind die Füße. Also ganz ehrlich, als ich das Bild am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas passt da nicht. Aber so wie Evraldis das erklärt, passt das. Oder derjenige, der dieses Bild gefotoshoppt hat, hat es übertrieben. Und zwar ganz gewaltig. Wenn ihr irgendwann mal wissen wollt, wie man es richtig macht, demnächst irgendwann fange ich damit an, bei meinem Kamerastream das dann auch zu machen. Könnt ihr mir dann auf Twitch folgen, beziehungsweise ihr findet das Video dann entsprechend auch hier auf YouTube. Ich glaube, anders kann das nicht funktionieren. So sieht's wirklich aus. Lille. Warte, wie geht das? Ist das die Capital Bra Version? Ich blicke auf zu deinem Fenster mit müden Augen, ganz traurig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich sehe dich kommen, aber du gehst vorbei. Dann bleib. Interessantes Lied, interessantes Spiel, coole Stimme, da gebe ich dir recht, Kistenkater. Manche haben es einfach drauf. Zeit offen, dann regnet es halt rein. Oh, das mache ich auf jeden Fall auch nochmal aus Holz. Nein, 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 nein! Dass diese Art des Abbaus von Gebäuden und anderen Dinge, die man aufgebaut hat, kenne ich von meinem Mann. Der spielt unheimlich gerne Aufbauspiele. Und ihm passiert, oder zumindest früher ist ihm das passiert, ja, dass er dann falsch Dinge weggenommen hat und das ganze Ding in sich zusammenfiel. Das Schreien dann aus dem Nebenzimmer war dann immer zu köstlich. Nein, nein, nein! Was genau habe ich getan? Den falschen Klotz geschlagen. Was hast du gemacht? Bob, was hast du... Er nimmt gerade das ganze Haus auseinander. Du hast die Physik verändert. Blöd finde ich auch, dass man kein Tier hört. Das war jetzt wieder mal ganz typisch. Vorführeffekt. Was für ein Timing, Alter. Casual bis dato spielen. Warum seid ihr alle nackt? Mann, lass es so. Also, entweder hat er einen Bug oder ich was an den Augen. Denn für mich sind die alle angezogen. Obwohl, wenn ich jetzt genauer hingucke, nein, sind sie nicht. Sie haben alle nur die Unterwäsche. Stimmt. Okay. Was ist denn mit euch? Wir spielen ein asiatisches Spiel. Ja. Warum hast du was an? Ja.
Das ist ein ganz blödes Klischee, aber ein richtig blödes Klischee. Nur weil es asiatisch ist, heißt es nicht, dass alle Frauen nackig rumrennen. Das verbitte ich mir. Aufs Strengste. Ich hab keine Spulen. Oh, nee. Nein! Nee! Nee! Das war falsches Timing. Weht ein neuer. Oh mein Gott, bist aber auch ein kleiner. Ha 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 ha. Echt zum Totlachen. Es ist zum Totlachen. Verdammt! Hör auf damit! Das ist ja schlimm! In so einer großen Höhle. Entschuldigung. Jetzt bin ich ganz rot im Gesicht. Ja. Ich muss kurz kacken gehen, ich komme gleich wieder. Nein. Oh mein Leute, denkt doch in solchen Sachen dran, dass ihr im Stream seid oder in einem Discord, damit das funktioniert. Ja, bitte. Wird sie Carillo auch noch erwischen? Ja, Carillo muss jetzt natürlich sich erstmal heilen. Oder laufen. Ich oder beide. Was? Ich habe überlebt! Ja, gratuliere. Weil deine Stimme ähnlich verstellt als wie Otto. Du meinst so? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Otto das erfunden hat. Mr. Morgame klingt immer so. Ich glaube auch, das kommt vielleicht eher von Kermit, aber eigentlich ist es eher eine Art, die Stimme zu verstellen, die jetzt nicht ungewöhnlich ist. Boah, Tat hat er recht. Und vor allen Dingen, ich kenne keinen, der bei Vodafone ist, der nicht irgendwie gefühlt alle 4 Monate mindestens sagt, boah, ich hatte schon wieder Durchfall. Ausfall. Ich kann. Muss ich sagen, nein, kann ich nicht so unterschreiben. Ich bin bei Vodafone und hab damit keine Probleme. Kann ich da nicht heben. Ich hab ne Smoke, ich smoke dich ab. Bleib hier. Bleib stehen. Bleib da bei der Smoke. Smoke die Dinger. Oh, wow. Das war keine Smoke. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue... Also, das war jetzt... Ja, auf der einen Seite gutes Timing, weil es passte zu dem, was in dem Video ablief. Aber auf der anderen Seite... gar nicht gut. Die Töne von dir. Digga! Und noch dazu, wenn man was, wenn das passiert beim Trinken, ganz schlecht, wenn man nicht aus... ja, wenn man da vor Bildschirme oder Technik steht, dann ganz schlecht. Sieht schon wieder wack aus. Naja, hi! Au, das war nicht gut. Weder für das Mikro, noch für die Zuhörer. Ja. Kistenkater, wieso haust du deinen Kopf auf den Tisch? Das tut nicht gut. Weder deinem Kopf noch dem Tisch. Ja, das kann zweimal hintereinander passieren. Guck dich das an, wie ich hier durchrasiere. Du rasierst? Ich dachte, du rennst. Oh. Das mache ich auch immer im Bus, wenn kleine Kinder da sind. Ah, ah, ah. Mach ich immer B, B, B. Passt gut. Ey, Alter, Digga, Junge, euer Gras, ne? Das ist das flauschigste Gras, was ich jemals gesehen habe. Und dann sagen sie, ja, ne? Wir sind voll stolz auf unser flauschiges Gras und dann küssen wir uns und dann machen wir Kinder. Muss man das jetzt verstehen oder nicht? Ja, so wird das ablaufen, wenn ich jemals die Entwickler treffe von dem Spiel hier. Okay. Dann viel Spaß. Ich habe gerade etwas Grundlegendes herausgefunden. Dass du Cult of the Lamb spielst. Also das habe ich herausgefunden. Ich bin dumm. Selbsterkenntnis
ist der erste Weg zur Besserung. Und gegen Dummheit kann man was tun. Augen in diesen Nöppels hier. Warte, guck auf meine Maus, falls du die siehst. Oh nein, jetzt sehe ich sie wirklich. Und der macht einfach... Oh. guck mal über dem Wasser, das sieht aus wie so ein Zahn. Ja, genau. Hier ist so ein Zähnchen. Nein. Also die beiden haben gute Fantasie. Respekt. Das meistverkaufte Videospiel der Welt ist... Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Scheiße, das hatten wir schon so häufig. Ja, das hatten wir schon so oft. Und es ist entweder immer das eine oder... Ja. Ja, dann sag doch entweder das eine. Ich sage, es ist Minecraft oder Tetris und ich entscheide mich für Tetris. Beides, oder? Ich hätte Tetris gesagt. Da ist noch ein anderes wildes Game im Rennen. Das ist falsch. Also. Oh. Ich sag Tetris. Hä? Das habe ich gesagt! Nee, ich dachte, ich hätte das Minecraft noch gesagt! Hast nicht Minecraft gesagt! Das ist Nein. auch falsch. Nee, das ist Minecraft gesagt! Das ist auch falsch! Guck mal, wie viel ich rolle, Chat! Ja, so kann's gehen. Ich muss aber dazu sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, welches das meistverkaufte Spiel ist, obwohl ich das vor kurzem erst irgendwo gehört hatte. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, ab damit in die Kommentare. Roll, 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 roll. Oh, wurde das in euren komischen Let's Plays nicht gemacht? Ich liebe Rollen aber. Tut mir leid. Roll, 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 roll. Ich will eher. Das war eine Rolle zu viel und damit ist die Blechbüchse hinüber. Ich bin done. Ich danke euch für den ganzen Support. Ihr seid die allerbesten und liebsten. Oh. Kikiriki. Aber wie macht man den Skill? Ey, nein, 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 nein. Nein, Bro, nein! Ich hab R gedrückt! Und bei R passiert das, warum? Weil du es vielleicht so eingestellt hast, dass das bei R so funktioniert. Steuerung bearbeiten. Heilige Scheiße, wir haben es geschafft, ne? Dank unserem Monster-Truck-Reifen. Diese Shrimps? Ach so, oh, nein! Das geht nicht gut. Definitiv nicht gut. Keine Chance. Nein, 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 nein! Und dann auch nur, weil der Motor abgesoffen ist und nicht, weil die Schräge zu stark war. Akku sagt nein. Bei dir sagt der Akku nein, ich kenne das immer nur mit Computer. Computer sagt nein. Standmixer sagt nein. Tasse sagt nein. Tasse sagt tschüss. Abonniert Twitch Clips Germany. Abonniert! Abonnieren. Ja. Das würde ich euch natürlich jetzt auch raten. Abonniert Twitch Clips Germany, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Aber bevor ihr jetzt zu Twitch Clips Germany rüberrennt und denen einen Like und ein Abo dalasst, macht das Ganze doch auch hier bei mir. Ich freue mich darüber nämlich auch. Also Daumen hoch, Abo-Button drücken, tut beides nicht weh und hilft beim schöner werden, weil man besser schläft. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, Glocke dazu aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Nachricht. Ja, und das Ganze, wie gesagt, natürlich auch bei Twitch Clips Germany. Originallink unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen oder Kritik habt, auch unten in die Kommentare. Ich reagiere auf jeden Kommentar natürlich. Das war's für heute von den Twitch Clips Germany. Nächste Woche geht's weiter damit. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.